Und wie ihr schon merkt, Glaube oder Zweifel heißt, irgendwie kann man sich doch entscheiden. Entweder man glaubt oder man zweifelt. Man glaubt oder man zweifelt. Und das ist genau das, worum es heute geht. Und ich habe euch eine Geschichte mitgebracht. Wer von euch kennt so ein bisschen das Alte Testament oder hat das schon mal irgendwo gelesen? Okay, ja, einiges sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ich bin stolz. Das ist sehr gut. Das heißt, ihr kennt auch Israel. Ihr kennt, einige kennen Israel auch von dem Geografischen, aber Israel hat ja mit Gott auch eine Geschichte, eine Vorgeschichte. Und da gehen wir auch erstmal hin. Und zwar, es gab in Israel, bevor Israel tatsächlich Israel war, war es eigentlich erstmal eine Familie. Und die fing eigentlich bei Abraham an. Damals hieß er noch Abraham. Und Abraham sagte ihm nicht nur voraus, dass er, also Gott sagte Abraham nicht nur voraus, dass er eine große Nation haben wird, sowohl physischer als auch spiritueller Natur, sondern dass dieses Volk auch ein eigenes Land bekommen wird. Das ist in 1. Mose 12, Vers 7, steht drin. Und der Herr erschien dem Abraham und sprach, deinen Nachkommen will ich dieses Land geben. Er war damals in dem Land von Israel und er baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, ein Altar. So, und nach Abraham, wer so ein bisschen die Bibel dann kennt, dann kommt Isaak als sein Sohn, dann kommt Jakob und dann kommen die 12 Stämme. Ich mache so einen ganz kurzen, groben, geschichtlichen Überblick, dass wir so ein bisschen wissen, wo wir uns bewegen. Aber mir fällt noch was ein. Leute, wir müssen unser Thema gerade unterbrechen. Wisst ihr warum? Warum? Wir haben die Kinder nicht gesegnet. Amen, genau so. Wir unterbrechen jetzt das Programm, um die Kinder zu segnen, okay? Amen. Wollen wir das gemeinsam tun? Amen. Ja? Hey Jesus, wir danken dir für die Kinder, Herr. Wir danken dir dafür, dass du da bist und dass du auch die Kinder liebst, Gott. Ich möchte dich bitten, dass du sie segnest. Und ich möchte dich bitten, dass du zu ihren Herzen sprichst. Und dass du für sie kämpfst. Und dass du in ihrem Herzen schon einen Platz einnimmst. Amen. Gott, ich möchte dich bitten, dass du zu ihnen schon sprichst. Und dass du sie begleitest, wenn sie heranwachsen, Gott. Und ich möchte dich bitten, dass du sie segnest, Herr. Dass sie an dir festhalten und dass sie auch glaubende Kinder sein werden, Amen, die dich schon kennen. Danke dafür, Jesus. Amen. Amen. Okay, weiter geht's. So wie Werbung, ne? Okay, also, das heißt, wir haben so ein bisschen die Geschichte, wir haben diese drei Väter, diese Urväter, Abraham, Isaak und Jakob. Und jeder hat so seine Geschichte mit dem Glauben. Glaubensväter hat man sie dann auch genannt. Und der Jakob hatte dann seine 12 Stämme. Wer hat schon mal von den 12 Stämmen gehört? Okay, sind auch ein paar. Hendrik, sind noch nicht mehr so viele, das ist gut. So, wir werden heute ein bisschen was mehr lernen, das ist sehr gut. Und zwar, der Jakob, der hatte 12 Söhne. Und wer schon mal was von Josef gehört hat, Josef war doch derjenige, der nach Ägypten verkauft wurde. Wer kann sich an die Geschichte erinnern? Siehst du, auch noch ein paar Leute. So, also das heißt, damals gab es dann einen, der an Josef verkauft wurde und letzten Endes gab es dann große Hungersnot und das Volk Israel flüchtete nach Ägypten. So, die waren da eigentlich, wurden da versorgt und dadurch, dass Josef so eine hohe politische Stellung hatte, hatten die es eigentlich ganz gut. Doch eines Tages änderte sich das, weil der Pharao nämlich starb. Und als der Pharao starb, dann passierte nämlich Folgendes. Der Nachfolger, der erinnerte sich nicht mehr an Josef. Was Josef alles so Tolles für Ägypten gemacht hat. Der erinnerte sich nicht mehr. Warum war das Volk eigentlich da? Na, gute Arbeiter, fleißig, können wir arbeiten lassen. Können wir mehr arbeiten lassen. Und so gerieten sie mehr und mehr und mehr unter Druck und unter Leid. Weil sie wurden dann zu einem richtigen Sklavenvolk. Das hatte übrigens Gott schon vorher gesagt, dass sie unter Leid geraten werden in Ägypten 400 Jahre. Und dann war das so, dass 430 Jahre war dann dieses Volk, war dann quasi unter dem Joch von Ägypten. In 2. Mose 12, Vers 40 könnt ihr das nachlesen. Und dieses Leid, das war für das Volk irgendwann so groß und unerträglich, dass sie zu Gott riefen. Ja, und ihr dürft nicht vergessen, Abraham wurde schon gesagt, die kriegen ein eigenes Land. Die waren irgendwo, wenn sie unterwegs waren, waren sie Nomaden und jetzt auf einmal waren sie da als Sklaven.
und mussten dafür jemand anderen arbeiten. Ja, und sie hatten so immer so diesen Traum, endlich eine Erlösung zu bekommen davon, von diesem Leid. Und eines Tages drang quasi dieses Schreien an das Ohr Gottes. Und Gott berufte einen Mann. Wer kennt diesen Mann? Schreibt einen Namen rein oder ruft. Moses, sehr gut. Halleluja. Sehr gut. Moses, genau. Und zwar 2. Mose 3, Vers 7 und 8 sagt der Herr zu Mose. Der Herr aber sprach: Gesehen habe ich das Elend meines Volkes in Ägypten und sein Geschrei wegen seiner Antreiber habe ich gehört. Ja, ich kenne seine Schmerzen. Und ich bin herabgekommen, um es aus der Gewalt der Ägypter zu retten und es aus diesem Land hinaufzuführen, in ein gutes und geräumiges Land, in ein Land, das von Milch und Honig überfließt. An den Ort der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Heviter und Jebusiter. Das sind die Völker, die so in dieser Region gelebt haben. In ein Land, wo Milch und Honig fließt. Wenn man in der Sklaverei ist, dann klingt das ganz schön toll, oder? Man denkt sich, wow, da will ich hin. Wisst ihr, wir kommen auch, also Teile meiner Familie, die waren auch im Ausland und so, und die haben im Dorf irgendwo in Russland gelebt und dort gab es eigentlich kein fließendes Wasser, die mussten immer zum Brunnen hin und so. Und wisst ihr, und immer wenn sie von Deutschland erzählt haben, dann haben sie davon erzählt, dass aus dem Wasserhahn Wasser kommt. Wisst ihr, dass es ganz viele Länder gibt, wo es das ungewöhnlich ist, dass das nicht selbstverständlich ist, dass Wasser aus dem Wasserhahn kommt? Ja? Und wisst ihr, für uns ist das selbstverständlich. Vielleicht für die Völker dort, die hatten Milch und Honig im Überfluss. Das floss da und die hatten dann mehr als genug. Aber wenn du in einer Nation bist, die unter Sklaverei ist, du sehnst dich danach, du denkst, du stellst dir das vor. Und du denkst dir, wow, das ist toll. Ich habe nicht mehr diese Last, nicht mehr diese Mühe, diese Arbeit. Und genauso ging es den Leuten. Und dann gibt es eine phänomenale Geschichte, was das Volk erlebt, wie Gott das Volk befreit. Über die 10 Plagen, mit den, wo diese 10 Plagen waren und so. Und wo Israel durch das Rote Meer, danke Leute. Siehst du, ich muss auch ein bisschen mehr lesen, das ist immer gut. So, auf jeden Fall sind die da durchgewandert, ja, durch ein Meer. Es war kein Weg da, aber die sind da durchgewandert. Das heißt, wir haben hier ein Volk gerade, ja, was dann unterwegs ist, ja, mit Höhen und Tiefen. Und wer das weiß, also wer diese Geschichte kennt, der weiß, dass es da Höhen und Tiefen gab und die viel am Murren waren und so. Aber vergesst mal das jetzt mal ganz kurz und stellt euch vor, ihr wärt in diesem Volk und ihr wärt jetzt da mit Moses unterwegs und ihr erlebt diese krassen Wunder. Ihr erlebt, wie Gott groß ist, wie Gott sich verherrlicht. Ihr seid in der Wüste und auf einmal kommt aus einem Stein kommt Wasser. Ganz schön cool. Da war keine Quelle oder so, auf einmal kommt da Wasser raus. War vorher nicht da. Und sie haben, das heißt, du hattest dort ein Volk und dieses Volk, das hat verschiedene Sachen mit Gott einfach erlebt. Und eines, und die hatten, als sie durch die Wüste gewandert sind, hatten die ein Ziel. Das verheißene Land. Das, was den 12 Stämmen versprochen wurde. Das heißt, sie gingen durch diese Wüste eigentlich nur zum einen Ziel. War kein so langer Weg, aber sie hatten diesen Weg, wo sie Gott dann auch begegnet sind und so, und dann auf einmal standen sie an der Grenze von diesem Land. Sie waren an der Grenze von diesem Land, von diesem verheißenen Land. Jetzt stellt euch vor, ihr seid vor dem Land und ihr wisst, das ist euch versprochen worden. Über mehrere Generationen, ich glaube 4 Generationen waren das. Oder noch länger sogar, also wenn man zu Abraham zurückgeht, sogar 7 oder so. Auf jeden Fall viele Generationen. Das heißt, die Leute warten darauf. Sollten zumindest, oder? Manche haben nicht darauf gewartet. Manche haben gesagt, oh, warum muss ich denn durch die Wüste gehen? Oh, das ist so schwer, das ist so leidig. Und das war so deren, viele waren dann einfach am Murren. Die hatten so eine richtig negative Stimmung. Vielleicht haben die nicht so richtig geglaubt. Wisst ihr? Aber
trotzdem, jetzt stellt euch vor, ihr seid da. Grenzen sind da, ihr seid so, keine Ahnung, einen Steinwurf weit entfernt. Und auf einmal spricht Gott zu Mose in 4. Mose 13, 1 und 2a. Und der Herr redet zu Mose und sprach: Sende dir Männer aus, dass sie das Land Kanaan auskundschaften, das ich den Söhnen Israel gebe. Das heißt, sie sind an den Grenzen und jetzt sagt Gott zu ihm: Hey, jetzt schickt Leute raus. Die sollen sich das Land angucken, was ich ihnen geben möchte. Und Mose sendet sie aus. In 4. Mose 13, Vers 17 bis 20 steht dann auch konkret, worauf sie achten sollen. Und Mose sandte sie, das Land Kanaan auszukundschaften und sagte zu ihnen: Zieht hier hinauf an der Südseite und steigt auf das Gebirge und seht das Land an, wie es beschaffen ist und das Volk, das darin wohnt, ob es stark ist oder schwach, ob es gering oder zahlreich ist und wie das Land ist, in dem es wohnt, ob es gut oder schlecht ist und wie die Städte sind, in denen es wohnt, ob es in Lagern oder Festungen wohnt und. Also die sollten, wie die Früchte sind, die sollten auf ganz verschiedene Sachen einfach achten. Die sollten einfach auskundschaften, wo sollen die da eigentlich hin? Das war deren Auftrag. Und jetzt, was denkt ihr, was für Leute dahin gegangen sind? Ich meine, normalerweise ist es ja so, dass man so Kundschafter ausschickt, weil die könnten ja gefangen genommen werden und geköpft werden und denen könnte irgendwas Schlimmes passieren und so. Deswegen holt man sich eigentlich irgendwelche Diener, die dann quasi ein Land auskundschaften. Das ist so diese typische Strategie. Denkt ihr, war das hier auch so? Was war ein Nein? Ein bisschen lauter? Ja. Nein. Einer sagt ja, aber er denkt, das war falsch. Bruder, leider. Leider bist du dann falsch. Nein, das war nicht so. Und zwar, Gott, oder beziehungsweise Mose, sollte andere Leute reinschicken, nicht typische Sklaven. Oder beziehungsweise Leute einfach, die nicht so sind. Sondern in 4. Mose 13, Vers 2b bis eigentlich bis 16 steht dann, welche Leute ausgesandt werden. Und je einen Mann für den Stamm seiner Väter sollt ihr aussenden, also die 12 Stämme, also 12 Leute, jeder ein Fürst unter ihnen. Und Mose sandte sie aus der Wüste Paran nach dem Befehl des Herrn, alle Männer, die Häupter der Söhne Israel waren. Das heißt, wir hatten keine normalen Kundschafter. Wir hatten nicht einen Laufburschen, wir hatten nicht sonst immer, sondern das waren Erben. Das waren Leute, die ihre Väter von den 12 Stämmen hatten. Über mehrere Generationen, aber sie hatten quasi Anspruch auf dieses Land. Gott schickt Leute in das Land, denen es gehören soll. Es waren nicht irgendwelche Leute. Fürsten. Und hier gibt sogar Mose einem Menschen einen neuen Namen. Er hieß Hoshea, das heißt Rettung. Und Mose gab den Namen Josua, das heißt, der Herr ist Rettung. Und Mose sendet sie aus. Und da sehen wir ein Prinzip in der Bibel, was wir immer mal wieder wiederfinden. Und zwar dieses Prinzip vom Aussenden. Ja? Gott hätte ja auch zu den Stämmen selber reden können und hätte sagen können, okay, ihr geht jetzt einfach dahin und habt meinen Befehl. So. Aber Mose sollte sie aussenden. Wir sehen das auch später, zum Beispiel Paulus und Barnabas, die wurden auch ausgesandt. Ich glaube, du hast auch Paulus, glaube ich, erwähnt, oder irgendwie hast du, glaube ich, heute erwähnt. Ne? Ich glaube, Paulus und Barnabas. Auf jeden Fall, Antiochia war einer der ersten Gemeinden und die haben auch von Gott den Befehl bekommen, Paulus und Barnabas auszusenden zu unterschiedlichen Völkern. Und dieses Prinzip vom Aussenden, das wiederholt sich in der Bibel immer wieder. Und hier haben wir dann auch, Mose hat quasi die Leute ausgesendet. Fürsten als Kundschafter für das neue Land. Und sie sollten 40 Tage dieses Land auskundschaften. Und dann zurückkommen und davon berichten. Und wisst ihr, es gibt eine, wir haben von Milch und Honig geredet, dass das da fließt und so, man kann sich das nicht so richtig vorstellen, aber es gab einen Vers, der hat mich so ein bisschen beeindruckt. Ich dachte, okay, da hat man so ein bisschen gemerkt, okay, da ist etwas anders, das kenne ich heute nicht mal.
Ja, es fände nicht mal so ein Land heute. Und zwar 4. Mose 13, Vers 23. Wenn ihr wollt, könnt ihr mit mir lesen. Und zwar, und sie kamen bis an das Tal Eschkol und schnitten dort eine Weinranke mit nur einer Traube ab. Okay, eine einzige Traube schnitten sie ab. Und trugen sie zu zweit an einer Stange. Und sie holten sich auch Granatäpfel und Feigen, brachten sie mit. Könnt ihr euch das so vorstellen? Ihr müsst zu zweit eine einzige Traube tragen? Ihr wisst, was normalerweise einer Weintraubenstaude irgendwie dran sind. Das sind so 20, 30, 40 Trauben. Stellt euch mal vor, was für Dinger das waren. Wir mussten eine einzige Traube zu zweit tragen. Boah, wie ist denn so eine Traube, ey? Das ist so richtig saftig. So, du weißt rein, alles fließt, so der Wein. Und so. Halleluja, ey, das ist so schön, ne? Na, und sie haben ja diese Verheißung an Land, wo Milch und Honig fließt, an Land mit. Aber sie haben auch etwas entdeckt. Weil sie haben nicht nur diese Früchte mitgebracht, sondern sie haben auch erzählt, das Land ist von starken Bewohnern besetzt. Jetzt berichtest du quasi davon, das Land ist von starken Bewohnern besetzt und ein Volk, was am Murren ist, ein Volk, was sowieso so negativ ist, was wird es sehen? Was denkt ihr, was wird es sehen? Willst du die Früchte sehen und denkt, wow, da sind so tolle Früchte, da muss ich unbedingt hin? Den Berg an Problemen, der damit verbunden ist. Genau, den Berg an Problemen haben sie dann angefangen zu sehen, genau. Aber pass auf. Also sie berichteten. Und da war das Volk schon nervös. Du merkst so richtig so diese Stimmung, wo die Leute so anfangen zu hören, oh, das sind große, das sind so verschiedene Krieger und die sind kräftig und wie sollen wir das denn schaffen? Wir sind doch eigentlich so eine kleine Nation und was sollen wir da überhaupt machen? Und Kaleb, einer der anderen Fürsten, sagte folgendes in 4. Mose 13, Vers 30. Und Kaleb beschwichtigte das Volk, weil er merkte, das ist schon unruhig gegenüber Mose und sagte, lasst uns nun hinaufziehen und es in Besitz nehmen, denn wir werden es gewiss bezwingen. Das heißt, Kaleb war auch so jemand, der war da, der hat diese ganzen krassen Sachen gesehen. Beide Seiten. Und wenn du mit Leuten, also mit 12 Leute zusammen 40 Tage unterwegs sind, die haben gemeinsam gegessen, die haben sich gemeinsam unterhalten und sonst was. Und da ist ein Kaleb und sagt, los, lass uns gehen. Dem Volk. Er hat gesagt, dass es gut ist. Aber da gab es 10 Fürsten, die Folgendes gesagt haben. 4. Mose 13, Vers 31 bis 33. Aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sagten, wir können nicht gegen das Volk hinaufziehen, denn es ist stärker als wir. Und sie brachten unter den Söhnen Israel ein böses Gerücht über das Land auf, das sie ausgekundschaftet hatten und sagten, das Land, das wir durchzogen haben, um es zu erkunden, ist ein Land, das seine Bewohner frisst. Und alles Volk, das wir darin gesehen haben, sind Leute von hohem Wuchs. Auch haben wir dort die Riesen gesehen, die Söhne Enaks von den Riesen, und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken und so waren wir auch in ihren Augen. Das heißt, wir haben 2 Fürsten, die geglaubt haben, aber 10. Ja, und ihr müsst euch vorstellen, das sind Fürsten, das sind Leute, die glauben sollten, denen das versprochen wurde. Und was machen sie? Die sehen diese ganzen Probleme und die sagen nicht, okay, ich muss mit Gott darüber reden, ja, ich habe Schwierigkeiten. So, okay, Gott, ich weiß, du hast mir das versprochen, ich habe Schwierigkeiten, ich gehe ins Gebet und ich versuche mit Gott irgendwie zu reden, ja, selbst wenn ich da gerade nicht klarkomme darauf. Aber sie sagten, nein, wir informieren das Volk, dass das unmöglich ist. Das heißt, Gott sagt, es ist möglich, dass die Leute sagen, aber nein, es ist nicht. Und das waren deren Anführer. Und was meint ihr, was in dem Volk passiert ist, als sie das gehört haben von ihren Anführern? Angst. Angst. Genau. Zweifel. Angst. Zweifel. In 4. Mose 14, Vers 1 bis 4 sehen wir dann die Reaktion.
Da erhoben die ganze Gemeinde ihre Stimme und schrie. Und das Volk weinte in jener Nacht. Das heißt, sie haben in der Nacht die Gerüchte gestreut. Sind abends, waren bei Leuten im Essen, haben dann angefangen so zu erzählen. Ist sie im Geheimen, im Verborgenen, nicht in der Öffentlichkeit, nein, im Verborgenen, haben die angefangen zu machen. Und sie haben geschrien und weinten und hatten Angst. Und alle Söhne Israel murrten gegen Mose und gegen Aaron. Und die ganze Gemeinde sagte zu ihnen, wären wir doch im Land Ägypten gestorben oder wären wir doch in dieser Wüste gestorben. Wozu bringt uns der Herr in dieses Land? Damit wir durchs Schwert fallen und unseren Frauen und unsere kleinen Kinder zur Beute werden? Wäre es nicht besser für uns, nach Ägypten zurückzukehren? Und sie sagten einer zum anderen, lasst uns ein Haupt über uns setzen und nach Ägypten zurückkehren. Die hatten gesagt, hey, da die Leute, die Mose und Aaron, und das wollen wir alles nicht. Wir wollen jemand anders und wir wollen zurückkehren nach Ägypten. Die werden uns bestimmt wieder aufnehmen. Die werden es bestimmt wieder aufnehmen, die Sklaverei. Die brauchen noch gute Arbeit. Die wollen in ihre alte Seuche zurück, wo sie sich gequält haben. Weil die Angst haben. Glaube oder Zweifel? Sowohl Glaube als auch Zweifel bezieht sich immer auf etwas Bestimmtes. Etwas, was noch nicht da ist, aber etwas, was kommen soll. Zum Beispiel ganz am Anfang der Schöpfung sagte Gott, es werde Licht. Und dann war erstmal kein Licht da. Aber weil Gott gesprochen hatte, dass es Licht wird, wurde Licht. Das heißt, Gott spricht eine Aussage für die Zukunft. Und dann habe ich die Entscheidung. Glaube ich Gott oder zweifle ich? Ich meine, was passiert denn, wenn man Schwierigkeiten hat? Ich meine, wenn man das erste Mal hört und man denkt so, diese Riesenfrüchte, Milch und Honig und so, das klingt richtig toll. Wenn man nur die Verheißung hört, dann klingt das richtig toll. Aber was passiert denn, wenn man in Schwierigkeiten kommt? Was passiert denn, wenn man dann noch einmal von einem Berg von Problemen erstmal scheinbar steht und man denkt, okay, Gott, ich bin doch eigentlich gehorsam, jetzt bin ich hier, was ist hier los? Dann kann Zweifel wachsen. Glaube ich dann Gott immer noch, wenn ich diese ganzen Schwierigkeiten habe? Aber soll ich euch was sagen? Gott sendet sein Volk nicht aus, damit es in der Wüste stirbt. Amen. Gott sendet sein Volk in das verheißene Land. So ist es, wenn wir auch etwas von Gott hören. Wenn wir etwas von Gott bekommen sollen. Ja, es mag sein, dass es für Schwierigkeiten gibt. Ja, es mag sein. Aber will ich diese Schwierigkeiten durchqueren? Weil es etwas gibt, was Gott ausgesagt hat. Und das will ich erleben. Amen. Das will ich erreichen. Amen. Das ist das, worum es geht in dem Glauben. Entscheide ich mich dafür, trotz Schwierigkeiten? Ja, ich sehe da Probleme, aber mein Gott ist größer. Come on, so ist es. Amen. Mein Gott ist größer als jegliche Wand. Mein Gott ist größer als jegliche Schwierigkeit, als jegliche Hürde, als jeglicher Berg, als jeglicher Feind. Wisst ihr, als das Volk das gesagt hatte mit dem, dass sie ein neues Haupt haben wollen, einen neuen König haben wollen oder einen neuen Anführer haben wollen und zurückgehen wollen, dann schmissen Mose und Aaron sich vor das Volk und sagten, halt ein. Und Josua und Kaleb, das waren die zwei Fürsten, die auch auskundschafteten, die waren so durcheinander, weil sie gesagt haben, das kann nicht sein, geht nicht zurück, das ist eure Verheißung. Und sie zerrissen ihre Kleidung. Und sie sagten, hey, das ist so wichtig, verpasst das nicht.
Und sie sagten, als sie diese Kleider zerrissen haben, es steht in 4. Mose 14, Abvers 5 bis 9, das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, das Land ist sehr, sehr gut. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, so wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben. Ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Nur empört euch nicht gegen den Herrn und fürchtet doch nicht das Volk des Landes, denn unser Brot werden sie sein. Ihr Schutz ist von ihnen gewichen und der Herr ist mit uns. Fürchtet sie nicht. Das heißt, sie haben geglaubt von ganzem Herzen, obwohl das ganze Volk so durcheinander war und geschrien hat wahrscheinlich. Und sie haben mit aller Gewalt versucht, noch die Leute zurückzureißen. Haben gesagt, hey, hört auf. Das ist unser gemeinsames Erbgut. Wenn ihr jetzt alle zurückgeht, was sollen wir dann hier machen? Gebt das nicht auf, Gott hat euch sowas Tolles geschenkt. Und in 4. Mose 14, Vers 10 steht Folgendes. Und die ganze Gemeinde sagte, dass man sie steinigen sollte. Da erschien die Herrlichkeit des Herrn an dem Zelt der Begegnung allen Söhnen Israels. Und wisst ihr, was Gott dann sagt? Gott redet nicht direkt zum Volk. Gott nicht sagt, warum habt ihr keinen Glauben an mich? Nein, der geht erstmal zu Mose. Wie lange soll ich das Volk noch ertragen, fragt er. Und wisst ihr, das ist krass. Gott macht Mose einen Vorschlag. Mose, wie wäre es, wenn ich das ganze Volk einfach vertilge? Mir gehen die alle gerade voll auf den Keks. Ich vertilge die alle und ich mache aus dir eine neue Nation. Du hast doch auch Erbrecht. Ich mache aus dir eine neue Nation, gebe dir das ganze Erbe und du wirst eine größere Nation noch haben. Das sagt Gott, dann gib ihm das. Wenn du jetzt als Leiter bist, was denkst du dann? Das war Mose. Mose war da, ja? Mose war da und kriegt dieses Angebot von Gott. Ja, mir gehen die auch auf den Keks. Ich gehe mit dir. Hat das Mose gemacht? Hat er nicht gemacht. Weil Mose hatte ein Hirtenherz. Er war demütig. Er war einer der demütigsten Menschen der ganzen Welt. Mose setzte sich für das Volk ein, wie er das schon vorher auch schon öfter gemacht hat. Und wisst ihr, in 4. Mose 14, Vers 18 steht Folgendes. Mose erinnerte Gott an eine Aussage, die er selbst getroffen hat. Ist immer gut. Gott, guck mal, dort steht das. Ne? Wenn du die Bibel nimmst, das nennt man Proklamation. Gott, in deinem Wort steht das. Gott, ich gehe mit dir in den Dialog. Ich möchte mit dir reden. Und Mose sagte in 4. Mose 14, Vers 18, der Herr ist langsam zum Zorn und groß an Gnade, der Schuld und Treuebruch vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, der die Schuld der Väter heimsucht und an den Kindern an der dritten und vierten Generation. Und dann sagte Mose, vergib ihnen doch ihre Schuld. Und Gott sagte, ich vergebe. Aber er sagte noch etwas. Die Leute, die daran gezweifelt haben, was ich gesagt habe, die sollen nicht in das Reich hineingehen. Die sollen nicht in dieses verheißene Land hineingehen. Die sollen in der Wüste wandern. 40 Jahre. Für jeden Tag, der ein Kundschafter dort war, für 40 Tage, sollen sie 40 Jahre durch die Wüste wandern. Es war nicht ein Zufall, dass sie 40 Jahre in der Wüste waren, sondern es war, weil sie so sehr an Gott gezweifelt haben. Weil Gott wollte ihnen jetzt nicht einfach, Gott hätte einfach so gesagt, okay, alle, die gegen mich waren, die nehme ich jetzt einfach weg. Das wollte Gott nicht. Gott wollte schon, dass sie leben. Hey, sie sollten leben. Aber Gott sagte, sie sollen nicht in das verheißene Land reingehen. Deswegen ließ er sie die ganze Zeit im Kreis wandern. Und er sagte, ich möchte es aber ihren Kindern geben.
Ich glaube, alle, die unter 20 waren oder so, die sollen das sehen. Und Josua und Kaleb, die sollen auch in das verheißene Land hineingehen. Also die, die daran geglaubt haben. Und was sagt ihr? Und Gott sagt, okay, jetzt geht in die Wüste und marschiert durch die Wüste. Und was glaubt ihr, was das Volk dann gemacht hat? Wer weiß es? Ja, die sind, nachdem Gott ihnen gesagt hat, dass sie nicht mehr reingehen sollen, sind die aber trotzdem gegangen, nachdem Gott sie quasi schon dann verlassen hat. Genau. Das Volk sagt, oh, wir können das doch alles umkehren, wir können das jetzt einfach irgendwie selber machen. Wir gehen jetzt in das Land rein. Und das ist so wichtig zu verstehen. Glaube heißt, du bist zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Das hast du bestimmt schon mal gehört und das habe ich auch oft schon gehört. Man muss manchmal nur zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Wenn Gott uns irgendwo hinstellt und wir ihm glauben, dann sind wir zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Gott macht dann einen Weg und wir sagen, wir glauben und wir gehen dann diesen Weg. Gott sagt, da ist kein Weg, dann versuche nicht, diesen Weg zu gehen. Das ist das Prinzip des Glaubens. Und jetzt kommen wir zu Jesus. Jetzt haben wir so diese ganze Sache, die, also übrigens, Spoiler, wer das noch nachlesen möchte, die sind dann 40 Jahre in die Wüste gegangen und sind dann tatsächlich in das Land rein und haben das Land eingenommen. Wirklich eine richtig, richtig tolle, herzergreifende Geschichte. Das heißt, die Leute haben das dann erlebt, die Generation danach. Gott ist treu. Ja, Gott ist wirklich treu und Gott hat dieses Versprechen auch bewahrt. Und es braucht aber auch zum Beispiel so einen Mose, der sagt, ich gehe mit denen 40 Jahre durch die Wüste. Ich brauche so einen Josua und so einen Kaleb, die sagen, obwohl sie geglaubt haben, gehen sie jetzt mit den anderen in die Wüste. Das ist noch so ein Aspekt, den man manchmal vergisst. Ja, du hast 40 Leute, zwei davon glauben und trotzdem geht die Menge in eine andere Richtung, aber die Leute, die das Volk bewahren wollen, die gehen trotzdem mit denen mit. Das ist nochmal eine ganz andere Dimension, wo man im Glauben wachsen kann und muss und darf. Ja? Also man, das heißt, ihnen war es wichtig, beim Volk zu sein. Und jetzt kommen wir zu Jesus. Nachdem wir wissen, sie gehen auf jeden Fall in das weiße Land. Vielleicht mache ich darüber auch mal noch so ein Thema, wie sie da reingekommen sind. Das ist auch eine sehr, sehr spannende und interessante Geschichte. So, zu Jesus. Jesus ist unser Retter, oder? Amen. In Johannes 20, Vers 19 bis 22 sagt Jesus Folgendes. Als es nun Abend war, an jenem Abend, dem ersten der Woche, und die Türen, wo die Jünger waren, aus Furcht vor den Juden verschlossen waren, kam Jesus und trat in ihre Mitte und spricht zu ihnen: Friede euch! Und als er dies gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und die Seite. Das war quasi, nachdem er auferstanden war, ist er ja Leuten erschienen. Und so ist er seinen Jüngern erschienen. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Jesus sprach nun wieder zu ihnen: Friede euch! Oder Shalom! Wie der Vater mich ausgesandt hat, sende ich auch euch. Und als er dies gesagt hatte, hauchte er sie an und spricht zu ihnen: Empfangt den Heiligen Geist. Ich habe vorhin erwähnt, dass dieses Prinzip von Aussenden sehr, sehr wichtig ist. Und es gab eine Phase in meinem Leben, wo ich mich gefragt habe, hey, ich habe mich doch bekehrt zu Jesus, warum bin ich da noch hier? Die Welt ist irgendwie komisch, so, es gibt Probleme, Herausforderungen, sonst irgendwas. Für Jesus wäre es doch einfach, oder für Gott wäre es einfach, mich zu nehmen und in den Himmel zu transportieren. Und irgendwie, Gott offenbart sich oder sonst irgendwas. Aber hier sagt Jesus was ganz Interessantes. Jesus wurde vom Vater hier auf diese Erde gesendet, um seinen Willen hier zu tun, um sein Reich hier aufzubauen. Jesus hat das begonnen. Und hier sagt Jesus, so wie mein Vater mich gesendet hat,
so sende ich euch. Das heißt, ich treffe jetzt einfach diese Analogie der Kundschafter. Das heißt, wir sind Erben von dem heiligen Jerusalem, von dem neuen Reich Gottes, einfach was Gott aufbaut. Gott baut ein neues Reich auf, in den Herzen. Ja, es ist kein physikalisches Reich, es ist kein geografisches Reich. Es ist bei den Menschen. Und das, was Gott sagt, wir sind Erben. Wir sind diejenigen, die das Land ererben werden. Und hier sagt Jesus, ich sende euch aus. Zu wem sendet er uns denn? Er sendet uns zu Menschen. Dass wir Menschen zu Jüngern machen. Und wisst ihr, wie oft denken wir, oh, dieses Land ist nicht gut. Es ist so schwierig. Oh, hier will doch eh keiner glauben. Diese Leute sind alle so rational und in ihrem ganzen eigenen Zeug drinne. Wer interessiert sich denn überhaupt noch für den Glauben heute? Wer interessiert sich denn überhaupt noch für Jesus? Die haben ihren eigenen Film. Und kommen dann mit irgendwelchen Argumenten oder sonst irgendwas. Und man sieht nur diese ganzen großen Riesen und Probleme. Geht es uns nicht so, wenn wir manchmal so durch die Straßen laufen oder so, dann geht es uns manchmal so, wir sehen nur Probleme und Leute, die irgendwie den Glauben ablehnen und gar nicht großes Interesse daran zeigen. Aber wisst ihr, Jesus hat eine andere Perspektive. Er sieht die ganzen Früchte. Er sieht die ganzen Früchte. Die Leute, die sich die Ja zu sagen, zu Jesus sagen können. Leute, die umkehren. Leute, wo das Leben wiederhergestellt wird. Wo Menschen frei werden. Wo Menschen verändert werden.